Hallo, moin, ich grüße dich. In diesem Video soll es nochmal um das Zytochromsystem gehen, denn mich haben doch einige Fragen dazu erreicht und es ist für den einen oder anderen vielleicht das ganze Thema noch nicht so ganz klar. Und deshalb möchte ich nochmal etwas sagen zu diesem Zytochromsystem P450. Das sind Proteine und es gibt ungefähr 50 verschiedene Typen. Und für uns, für dieses Thema, um das es bei uns geht, ist das CYP3A4 wichtig. Das sind Isoenzyme, die körperfremde Stoffe verstoffwechseln. Es gibt dieses hier 3A4, ist das am meisten gebildete vom Zytochromsystem P450 und verstoffwechselt etwa die Hälfte aller Medikamente. Viele Medikamente werden also darüber verstoffwechselt. Und manche Medikamente regen dieses System so stark an, dass Wirkstoffe viel zu schnell davon abgebaut werden. Das bedeutet dann, dass diese Wirkstoffe, weil sie so schnell abgebaut werden, gar keine Wirkung haben. Es gibt sogar Lebensmittel und Kräuter, also bestimmte Lebensmittel und Kräuter, die das bewirken können. Und darum geht es jetzt auch im Zusammenhang mit dem Guaifenesin. Da komme ich dann gleich drauf zu sprechen. Ich möchte nur noch vervollständigt ergänzen, dass es auch den anderen Fall gibt, dass es eben, dass Medikamente durch das Zytochromsystem nicht ausreichend abgebaut werden. Die werden dann eben anders getriggert und das kann dann eben sogar zu Vergiftung führen, dass das Enzym also dann praktisch in seiner Tätigkeit gehemmt ist. Aber das ist hier jetzt nicht das Thema, sondern in Bezug auf Guaifenesin geht es um den ersten Fall, dass also Medikamente zu stark, zu schnell abgebaut werden und dann eben gar nicht erst wirken können. Das passiert manchmal, weil diese Zytochrome durch irgendwas, also durch bestimmte Stoffe, durch bestimmte Medikamente angeregt werden. Und diese Zytochrome wirken in Leber und Dünndarm. Und dieses MC-Guai, also jetzt ganz speziell das MC-Guai, wird größtenteils im Dünndarm aufgenommen. Und da kann es dann praktisch passieren, wenn das Zytochromsystem überaktiv ist, dann schaltet es sozusagen das MC-Guai aus. Es wird gar nicht richtig verstoffwechselt. Und das kann sogar völlig eliminiert werden dadurch. Und da nimmt man zwar Guaifenesin ein, also das MC-Guai ein, hat aber gar keine Wirkung dadurch. Und das ist natürlich dann auch nicht immer gleich so einfach zu erkennen. Möglicherweise denkt man dann die ganze Zeit, dass die Beschwerden, die man hat, aufgrund des Guaifenesins kommen, also dass das Ausschwemmbeschwerden sind. In Wirklichkeit ist es aber einfach nur die Fipro, die praktisch immer weiter voranschreitet, weil man zwar Guai nimmt, aber dieses Guaifenesin gar keine Wirkung hat. Um in solch einem Fall trotzdem mit dem Guaifenesin voranzukommen, wechselt man in dem Fall auf das Kurzzeit-Guaifenesin, wenn man denn überhaupt weiß, dass man davon betroffen ist. Da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Also man wechselt auf das Kurzzeit-Guaifenesin, denn das Kurzzeit-Guaifenesin wird bereits im Magen aufgenommen, nicht zu 100%, aber zu einem großen Teil. Und dort wirkt ja noch nicht dieses CYP3A4A. Und so wird das Guaifenesin dann trotz, kommt es dann in den Körper und kann auch wirken. In diesem Zusammenhang ist es ganz wichtig, dass man den Unterschied kennt zwischen Kurzzeit- und Langzeit-Guai, beziehungsweise zwischen Kurzzeit- und MC-Guai. MC-Guai ist ja das Guaifenesin mit einer Langzeitwirkung. Also bei beiden, das möchte ich jetzt mal eben kurz erklären, was da der Unterschied ist. Bei beiden wirkt der gleiche Wirkstoff, nämlich Guaifenesin. Fangen wir mal mit dem Kurzzeit-Guaifenesin an. Guaifenesin selbst hat eine Halbwertszeit von einer Stunde. Das bedeutet, dass in der ersten Stunde nach Einnahme die Hälfte des Wirkstoffs wirkt. Wenn ich also eine 300 Milligramm Guaifenesin einnehme, normales, reines Guaifenesin, dann wirkt in der ersten Stunde die Hälfte davon 150 Milligramm.
In der nächsten Stunde wirkt wiederum die Hälfte von den verbleibenden 150, also 75 und so weiter und so weiter. Und dann wird schon klar, dass dann verhältnismäßig schnell der Abbau geht. Und da haben wir dann eine Wirkzeit von 4 bis 6 Stunden bei dieser Art von Guaifenesin. Das ist das Kurzzeitguaifenesin. Und darum muss man das dann auch mehrfach am Tag einnehmen. Gleichzeitig ist es so, dass diese 150 Milligramm, die da in der ersten Stunde wirken beim Kurzzeitguaifenesin, für viele Betroffene zu viel auf einmal ist. Da kommt es dann zu starken Ausschwemmbeschwerden. Und deshalb ist es toll, dass es nun seit einigen Jahren ja das MC-Guai gibt. Das ist das gleiche wie das Kurzzeit-Guai, nur es hat eben zusätzlich eine bestimmte Art von Zellulose. Und das führt dazu, dass eine verzögerte Freisetzung erreicht wird. Durch diese Zugabe von der Zellulose wird nicht so viel auf einmal freigesetzt, sondern es kommt zu einer verzögerten Freisetzung. Das macht es möglich, dass wir und das ist das MC-Guai. MC steht übrigens einfach nur für mit Zellulose, was anderes bedeutet es nicht. Oder man könnte auch sagen Methylzellulose, dafür könnte man es auch noch nehmen, aber der ursprüngliche Gedanke war, das von dem anderen zu unterscheiden, indem man sagt MC mit Zellulose-Guai. Ja, man kann das dann, das reicht dann, wenn man das zweimal am Tag nimmt. Es hat nicht so viele nicht so eine hohe, nicht so eine starke Wirkspitze. Und das ist dann, macht das Ganze für viele besser verträglich. Das erstmal zum Unterschied. Das ist wichtig, ich denke, das ist wichtig zu wissen, was der Unterschied zwischen einem Kurzzeit-Guai und einem Langzeit-Guai ist. Also Langzeit-Guai steht für MC-Guai. Ja, eine Frage, die mir häufiger gestellt wurde oder die ich auch häufiger ja, wahrgenommen habe, ist, wie merkt man eigentlich, ob man nun von einem überaktiven Zytochromsystem betroffen ist? Ja, das ist gar nicht so einfach, darauf eine Antwort zu geben, denn man merkt das vielleicht lange gar nicht. Es ist nicht deutlich zu erkennen. Es gibt keinen deutlichen Marker, an dem man jetzt erkennt, oh, ich bin jetzt von diesem überaktiven Zytochromsystem betroffen. Das ist gar nicht so leicht, das rauszufinden. Und vor allem kann es auch sein, dass man lange erfolgreich ist mit der Therapie und man hat nichts geändert und plötzlich ist aber aus irgendeinem Grund, vielleicht hat man irgendein Medikament genommen, was nun bewirkt, dass das Zytochromsystem überaktiv wird. Da können Kartierungen Hinweise geben. Und vor allem, wenn es schon mehrere Kartierungen gibt, kann man dann vielleicht Unstimmigkeiten erkennen. Dann ist es immer gut, wenn man auf alte Kartierungen zurückgreifen kann, die einem Anhaltspunkte geben. Und wenn man dann sieht, jetzt ist ja alles, irgendwas ist jetzt anders und man kann das miteinander vergleichen. Aber auch das ist nicht so einfach, wie sich das jetzt vielleicht gerade anhört. Das braucht auch ein geübtes Auge und da müssen wir alle noch ganz schön viel lernen, auch ich. Wenn man jetzt überhaupt für sich überlegt, bin ich vom Zytochromsystem betroffen oder nicht, da gibt es einige Voraussetzungen, die da erstmal sein müssen. Dass man davon eventuell betroffen ist. Und eine Voraussetzung ist natürlich, dass man das MC-Guaifenesin nimmt. Denn das wird ja im Dünndarm aufgenommen und da wirkt ja das Zytochrom. Das heißt, wenn man kein MC-Guai nimmt, dann ist dies jetzt erstmal kein Thema. Eine weitere Voraussetzung ist, und das ist ganz, ganz wichtig, das steht wirklich, das ist das, was man unbedingt, worum man sich kümmern muss, und zwar ist eine weitere Voraussetzung, dass man nicht blockiert ist, muss dir sicher sein. Du musst dir sicher sein, dass du nicht blockiert bist. Wenn du nicht sicher bist, ob du nicht blockiert bist, dann ist das immer der erste Schritt. Da musst du erstmal dich darum kümmern, um mögliche Blockierungen. Du bist blockiert, wenn du rauchst, du bist blockiert, wenn du Tee trinkst, du bist blockiert, wenn du irgendwelche Salben, Cremes und sonst was zu dir nimmst, wo Salicylate enthalten sind. Wenn du dir nicht sicher bist, dass du salicylatfrei bist, dass du nicht blockiert bist, dann musst du das erstmal in Angriff nehmen. Und wenn du das nicht kannst, weil du damit überfordert bist, was völlig normal ist, das habe ich auch am Anfang ganz, ganz schlimm gehabt, da war ich völlig mit überfordert,
dann lass dir helfen. Es gibt immer Ansprechpartner. Da komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen. Eine weitere Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit es überhaupt in Frage kommt, dass man davon betroffen sein kann, ist, dass man keine niedrigen Dosen an MC-Gur nimmt. Also nicht nur, dass man MC-Gur nimmt, sondern auch, dass das keine niedrigen Dosen sind. Denn niedrige Dosen, da ist man immer in der Regel ja in der Dosisfindung. Und das ist kein Anhaltspunkt. Also solange man nicht so ein bisschen höher gegangen ist, da komme ich gleich auch nochmal, gehe ich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, ist es kein Grund, gleich aufs Kurzzeitgur zu wechseln. Denn wenn man dann empfindlich auf Kurzzeitgur reagiert, dann ja, kann das problematisch sein. Eine weitere Voraussetzung ist, dass man nicht zykliert. Das heißt, wenn ich MC-Gur nehme, habe aber Zyklen, also gute und schlechte Phasen, die sich abwechseln, dann ist doch alles in Ordnung. Wenn das ist und der Oberschenkel ist nicht frei, der linke beim Kartieren, ja, dann muss man an der Dosis ein bisschen schrauben, dann ist die entweder noch zu niedrig oder man ergänzt mit Kurzzeitgur. Aber es ist kein Grund, komplett aufs Kurzzeitgur zu wechseln. Ja, und natürlich müssen auch die Kartierungen dazu passen. Also es ist immer gut, wenn man das Ganze mit Kartierungen begleiten kann. Wenn jetzt der Verdacht besteht, dass das Zytochromsystem da aktiv ist, dann ist das allererste, was man machen muss, bevor man irgendwas macht, dass man erstmal Blockierung ausschließt. Habe ich eben schon mal gesagt, aber ich sage das nochmal, weil das wirklich wichtig ist und weil es einfach jetzt auch schon, ja, weil ich jetzt im Austausch mit anderen Betroffenen eben diese Situation hatte, dass da der eigentliche Grund eine Blockierung war und nicht das Zytochromsystem. Und das muss man also erstmal abchecken. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Also immer hinterfragen, liegt eine Blockierung vor? Denn es bringt ja auch nichts. Wenn ich jetzt aufs Kurzzeitgur wechsle, bin aber blockiert, dann ist der eigentliche Grund ja eine Blockierung und dann ist man auch mit dem Kurzzeitgur blockiert. Also auch das kann dann nicht wirken. Ja, wie kann man jetzt eine Blockierung ausschließen? Da gibt es einige Regeln, die so vorgegeben sind. Und ich habe auch mal so ein paar, zwei Dokumente verfasst, in dem ich darauf eingehe. Und wer die haben möchte, kann die gern bei mir anfordern. Ich schicke die am allerliebsten per Mail, aber zur Not geht es auch irgendwie über Messenger, Facebook oder so. Ist auch alles machbar. Also, die kann man bei mir anfordern, einfach fragen. Dann schicke ich die gern zu. Und diese Dateien sollen behilflich dabei sein, Salicylate aufzuspüren. Und wenn man dann immer noch unsicher ist, dann bin ich auch ansprechbar. Dann kann man mir immer auch nochmal, was weiß ich, Fotos schicken oder so von Inhaltsstoffen oder wie auch immer, nochmal anfragen. Ja, eine weitere Frage, die so im Raum steht, im Austausch mit anderen Betroffenen, das war die Frage. Ist das Zytochromsystem bei mir aktiv, wenn ich Antidepressiva nehme? Und das ist auch, da ist eine ganz klare Antwort, es gibt keine klare Antwort. Das kann sein, muss aber nicht. Viele Medikamente können eine Wirkung auf das Zytochromsystem haben und da gehören Antidepressiva zu, auch Antiepileptika, Antibiotika und weitere Medikamente und weitere Stoffe. Aber das bedeutet nicht, nur weil ich welche von diesen Stoffen oder Medikamenten nehme, dass automatisch auch das Zytochromsystem überaktiv ist und das Guaifenesin eliminiert, nur weil man eins dieser Medikamente einnimmt. Das muss nicht sein. Das kann. Also mit anderen Worten, nur weil ich Antidepressiva einnehme, muss das nicht automatisch auch bedeuten, dass ich komplett aufs Kurzzeitguai umsteigen muss. Da muss man all diese anderen Dinge beachten. Wenn ich gut auf das MC-Guai anspreche, eine Reaktion habe, dann gibt es keinen Grund, auf das Kurzzeitguai zu wechseln. Voraussetzungen sind also für den Wechsel auf das Kurzzeitguai. Du nimmst mindestens 1800 Milligramm MC-Guai, nimmt man erstmal, um zu schauen, ob man auf die Art und Weise mit der Therapie vorankommt. Eine weitere Voraussetzung für den Wechsel auf das Kurzzeitguai ist, dass du keine Beschwerdeverstärkung verspürst. Das heißt, du nimmst das Guaifenesin, hast nach Plan erhöht, merkst aber nichts. Bist bei 1800, dann kann man überlegen, wie geht es jetzt mit dem Kurzzeitguai weiter.
Eine weitere Voraussetzung ist, du hast keine Fortschritte, keine Zyklen. Es tut sich einfach nichts. Du hast nicht nur, es gibt keine Veränderung. Und Zyklen bedeutet, du hast gute und schlechte Momente, die sich abwechseln. Eine weitere Voraussetzung ist natürlich, dass du nicht blockiert bist, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und eine weitere Voraussetzung ist, du stehst nicht am Anfang der Therapie, denn am Anfang der Therapie beginnt man immer mit dem Kurzzeit-Guai, also mit, oh, falsch gesagt, am Anfang der Therapie beginnt man immer mit dem MC-Guai, weil man in der Regel eben damit vorankommt und weil es Betroffene gibt, die sehr stark auf das Kurzzeit-Guai reagieren. Und es gibt gute Erfolge mit dem MC-Guai, so ist das der Beginn, so gibt Dr. Amang das auch vor. Man fängt mit dem MC-Guai an, steigert nach Plan, so wie er das vorgibt, bis 1800 und dann guckt man weiter, wie es weitergeht. Die Frage, die mich auch erreicht hat, eine Frage, die mich auch erreicht hat, ist: Wechsle ich nun komplett auf das Kurzzeit-Guai oder nur teilweise? Auch da gibt es keine pauschale Antwort. Wie ich eben schon sagte, Dr. Amang steigert nach Plan ab 1800 weiter mit Kurzzeit-Guai und das sollte auch die erste Vorgehensweise sein. Der Rest, wie man dann weitermacht oder ob man vielleicht von dem MC-Guai doch was austauscht gegen Kurzzeit oder ob man womöglich komplett austauscht, das hängt vom Verlauf ab, von den Kartierungen ab. Und manchmal ist es nötig, komplett auf das Kurzzeit-Guai zu wechseln. Manchmal geht eine Kombination und es ist eben oft so, dass man da einen Weg geht, bis man das rausgefunden hat. Es gibt kein eindeutiges Handling, wo man so eine Pauschale, erstens, zweitens, drittens, wo man sich dran orientieren kann. Das ist sehr individuell und es ist immer gut, wenn es dabei Kartierungen gibt. Auch Ältere, auf die man zurückgreifen kann, das ist immer gut. Aber auch wenn man keine Älteren hat, ist es gut, wenn man sich mit einer Kartierung begleiten lässt. Was auch noch wichtig ist, was mir wichtig ist zu sagen, diese Empfindlichkeit auf das Guaifenesin, die ist sehr individuell. Viele verkraften das Guaifenesin verhältnismäßig gut, aber manche reagieren sehr stark darauf. Und wer stark auf das MC-Guai reagiert, der sollte nicht auf das Kurzzeit-Guai wechseln, denn das wirkt ja noch kräftiger als das MC-Guai. Andere wiederum brauchen die Unterstützung durch das Kurzzeit-Guai. Und das alles ist, wenn man am Anfang der Therapie steht, bestimmt sehr verwirrend. Und das Beste ist, wenn man am Anfang der Therapie steht, dass man sich einfach an die Therapievorgaben hält, so wie Dr. Amang das vorgibt. Bis 1800 MC-Guai erstmal steigert. Und dann schaut man, wie es weitergeht. Jetzt möchte ich nochmal auf die Reaktionen auf das Guaifenesin zu sprechen kommen. Also diese wirklich starke Reaktionen auf das Guaifenesin, ja, die merkt man von Anfang an. Wenn jemand stark auf das Guaifenesin reagiert, der merkt das gleich von Anfang an, der braucht gar nicht überlegen. Das sind die Leute, die mir im Gespräch die Rückmeldung geben: Boah, das hat mich völlig aus den Schuhen geworfen. Ich habe das ganz deutlich gespürt. Während andere wiederum sagen: Ja, weiß auch nicht, ob das nun vom Guai kommt oder ob das nicht sowieso. Das habe ich ja manchmal auch so. Also, wer stark auf das Guaifenesin reagiert, der hat deutliche Reaktionen. Da gibt es kein Überlegen. Das ist ganz, ganz glasklar. Und das trifft gar nicht auf so viele zu. Viele denken aber, dass sie stark auf das Guaifenesin reagieren. Das ist dann oft so, dass die am Anfang ein bisschen was vom Guai spüren oder meinen, seitdem ich das merke, habe ich, so wie bei mir, so wie ich habe jetzt ja auch noch mal wieder angefangen, so ich habe angefangen und habe gemerkt, ja, so viel Kopfschmerzen habe ich schon lange nicht mehr gehabt und ich habe auch viel Müdigkeit gehabt. So, das ist also so, ich merke das Guai ein bisschen und das ist aber keine deutliche, starke Reaktion. Ja, das ist ein Zusammenhang, aber ich warte jetzt auf eine Kartierung und dann sehe ich, ob ich noch erhöhen muss oder nicht. Wenn ich jetzt keine Möglichkeit hätte zur Kartierung, dann würde ich erhöhen. Ich warte jetzt aber diesen Kartierungstermin ab. So, wenn man also, wenn es jetzt bei anderen auch so ist, die merken das Guai so ein bisschen und bleiben dann dabei, weil sie das als Beschwerdeverstärkung interpretieren, so wie es beschrieben ist. Dann kann es passieren, dass man, wenn man noch nicht auf seiner Dosis ist, dass man langfristig unterversorgt ist
Und das macht dann wiederum Beschwerden. Diese langfristige Unterdosierung, das kann Beschwerden machen, weil man dann zwar durch das Guaifenesin, was man nimmt, ein bisschen auslagert, weil das ist ja eine Wirkung von dem Guaifenesin, da passiert ja was. Aber dadurch, dass man nicht genügend hat, lagert man auch immer wieder ein bisschen ein. Und langfristig führt es dann zu einer Verschlechterung. Irgendwann kippt dann dieses Verhältnis wieder. Und denken dann, sie sind empfindlich auf das Guaifenesin und reagieren so stark darauf. Dabei liegt es in Wirklichkeit daran, dass sie unterdosiert sind. Und ich habe das schon öfter erlebt in diesem Zusammenhang, dass dann die Leute von einer Erhöhung profitieren. Vielleicht nicht unbedingt sofort, aber langfristig. Da auch hier ist die Kartierung ein gutes Hilfsmittel. Und wenn ihr euch einen Kartierer auf der Suche nach einem Kartierer seid, dann geht zu einem der gelisteten Kartierer oder fragt direkt bei Dora Meier an, wo ihr hingehen könnt. Und wer sich nicht kartieren lassen kann, der sollte sich Hilfe von erfahrenen Therapieanwendern holen, von Leuten aus den Selbsthilfegruppen. Und auch da schaut mal auf die Seite von Dora Meier, www.guaifenesin.de. Dort sind Selbsthilfegruppen gelistet, dort sind Kartierer gelistet und da sind viele ansprechbar. Und natürlich auch Dora Meier und auch ich. So, jetzt, das ist das, was ich zu diesem Thema nochmal sagen wollte. Es ist jetzt alles hier zusammengefasst. Es gibt natürlich dann auch nochmal wieder tausend Einzelfälle, bei denen dann es doch wieder ein bisschen anders sein kann. Und vielleicht habe ich auch an irgendwas jetzt nicht gedacht. Kann hier gar nicht alles wiedergeben. Und wenn dir dazu noch was einfällt, wo du meinst, das muss man unbedingt noch erwähnen, dann schreib das gerne in den Kommentar. Das Ganze hier soll jetzt nur eine grobe Orientierung für dich sein. Und ja, ich beende hier jetzt das Video. Vielen Dank für dein Interesse an diesem Thema und liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.